Jo. Was der Köhler gleich hat hier, ne? Weil er den Rucksack gedupt hat. So, mach den Türchen auf. Das packt der Rucksack bestimmt weg und gibt den nächsten runter, obwohl es selber noch mal drin ist. Da ist der Rucksack. Aber was hat man davon? Was bringt einem das? Geht der ganze Spielspaß verloren, ohne Witz. Oh, er macht's gleich nochmal. So, halt den Rucksack. Ah, ein Beinchen geht auch noch. Das ist quasi dasselbe Prinzip wie bei Drake. Naja, das hat den Rucksack dann quasi ins Inventar und zieht da wohl einen Stecker oder so, keine Ahnung. Gucken. Und dann macht er wieder. So, damit es wirklich eindeutig ist, mal quasi nochmal verfolgen. Und zwar PPL. So, wir gucken natürlich. Das
Das müsste ja quasi ein Vulkan wieder sein, genau. So, Achtung, vielleicht lockt er wieder ein. Muss mal ein bisschen mit immer eingehen muss halt, ne? So, da ist er wieder. Muss kurz warten, bis er die Menü bekommt zum Ausrüsten. So, jetzt halt schon den ins Haus packen und dann den gedupten Rucksack wieder droppen und das wieder ins Haus packen. Wo wir natürlich den nächsten Rucksack. Mal genau dasselbe im Inventar. Rucksack weg. Und da ist der Rucksack. Tja, lieber Couleur, das war's auch für dich auf dem Server. Ich hoffe, es hat dir was gebracht zu dupen. Ansonsten, ja. Guck mal, jetzt will nur noch Dings dupen, ey, ist unglaublich. Also, ist schon dreist, soweit. Was bringt das für einen Vorteil, dass er schnell seine Nester durchziehen kann oder was? Ich verstehe das gar nicht. Das Spielprinzip besteht doch darin, quasi looten zu gehen, PvP zu machen. Und nicht jetzt hier irgendwie mal für eine halbe Stunde lang irgendwas zu dupen, sich dann halt hoch zu pushen, dass man alles hat. Das ist doch langweilig. Warum macht man das? Ich verstehe es einfach nicht. Und jetzt nochmal Max dupen. Ja, genau. Ist doch eigentlich. Weiß ich auch nicht. Das packt er in seinen Zweier aus, okay. So, wir haben es 2:30 Uhr in der Früh. Ja, da wo eigentlich alle immer machen. Es ist ja sehr Zermak. Eigentlich müsste man ihn auch bannen. Also. Der unterstützt ja quasi auch noch. Na gut.